Danach bin ich dann in eine Gemeinde gegangen. Mein Pastor war der Hans Allgeier. Und da war es circa so 3 Jahre in diese Gemeinde. Aber von Anfang an, wo Jesus bei mir persönlich war, hat mich getauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Ja, hat mir Vollmacht gegeben zu predigen. Von da an hat mein ganzes Leben sich verändert. Und da habe ich angefangen zu predigen auch. Dann bin ich zu meinem Volk gekommen, nach Gelnhausen, da habe ich gepredigt. Der Geist Gottes gießte aus. Menschen kamen zu lebendigem Glauben. Da war ich monatelang, 5, 6 Monate. Danach war ich in Fulda bei einer Familie von Roma. Da haben sie auch sein Leben Jesus gegeben. Und überall, wo ich gepredigt habe, hat Gott gewirkt. Gott hat viel Gnade geschenkt. Ich durfte viele Menschen zum Glauben führen. Und jetzt fange ich an, die Bibel zu lesen. Alles verstanden habe ich nicht. Eines Tages nach ca. 9 Monaten fange ich an zu lesen, die Apostelgeschichte. Und möchte euch kurz vorlesen, zwei, drei Verse, wo der Hauptmann von Cornelius. Und das habe ich dann gelesen. Aber da hat Gott zu mir gesprochen, durch dieses Wort. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Und als er hungrig wurde, wollte er essen, während sie ihn aber etwa zubereiten. Geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwa wie ein großes Tuch herabkommen, an 4 Zipfel niedergelassen auf Erden. Darin waren allerlei vierfüßige und griechische Tiere, der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde der Tuch wieder hinaufgenommen. Ja, dieses Vers, diese Worte hat mich wirklich getroffen. Und dann habe ich weitergelesen und dann steht: Und während er mit ihnen redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst doch, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Ja, liebe Brüder und Schwestern, da kam wirklich eine Offenbarung von Geist Gottes, dass ich keine Menschen meiden sollte. Auch meine deutschen Geschwister nicht. Auch keine anderen Nationen. Und ich habe verstanden, es ging auch wegen das Abendmahl. Ich soll da keinen Menschen meiden. Jeder hat Anteil an das Abendmahl. Egal welche Nation und jede Völker. Und ich war dann auch frei davon. Von unserem Gesetz. Wir haben als Sinti haben wir auch ein Gesetz von unseren Vorfahren bekommen, dass wir, ja, die kennt ja diese Gesetze alle. Da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, dass wir mit Ärzte oder ja alles, was unrein ist, keine Gemeinschaft haben sollen, was unser Vorvater uns gelernt habe. Ich komme da raus. Ich habe das gelebt auch alles. Aber da, wo Gott zu mir gesprochen hat, wie bei Petrus, da konnte ich nicht mehr. Ich konnte meine Geschwister nicht meiden, egal welche Nation, welche Völker. Und ich bin da frei jetzt geworden. Jesus hat mich freigesetzt. Ich denke, Gott hat mit jedem einen Menschen einen Plan. So hat er auch einen Plan mit mir. Und seinen Plan hat er mir offenbart. Wie wirklich, was er vorhat. Wenn ich euch das kurz erzählen darf, auch wie Moses Gott weggenommen hat von seinem Volk. Wie er sein Volk erkannt hat und aus eigener Kraft das Volk retten wollte, wo er den Mann totgeschlagen hat, wo er dann das zweite Mal das auch tun wollte, ist er offenbart worden, ihr. Und dann ist er geflüchtet in der Wüste, circa 40 Jahre lang. Und da hat Gott ihn zugerüstet. Tag und Nacht hat er die Schafe gehütet, bis der Engel Gottes kam mit dem Feuer. Und dann, wo Gott ihn Auftrag gegeben hat und ausgerüstet hat, und dass er zurückgehen wird zu seinem Volk, dass er wieder zurückgeht. Ich kenne die Geschichte alle. Und ich weiß auch meinen Plan von Gott. Wenn ich ein Volk führe, Gott hat mir was Großes anvertraut, dann muss ich zugerüstet auch werden. Wir kommen aus unserem alten Leben raus, als Sinti und Roma. Aber der alte Mensch ist noch da. Der alte Charakter ist da. Und der muss verändert werden.
Darum hat mein Gott mich erstmal weggeholt von meinem Volk. Circa 8 Jahre lang. Und es war nicht einfach für mich, von meinem Volk zu trennen. Ich war lange Jahre da bei meinem Volk und habe auch gepredigt. Und dann plötzlich wegzukommen von meinem Volk, das hat mir viel gekostet. Und Jesus nachzufolgen, kostet unser Tod. Das ist mir klar geworden. Aber ihr Petrus und jeder gestorben ist für unseren Herrn Jesus Christus. Nicht ich lebe mehr, sondern Christus. Und ich will das leben, was auch in der Bibel steht. Und ich will meinem Jesus die Ehre geben. Ja. Und jetzt hat Gott große Gnade mir geschenkt. Ich war so 8 Jahre circa bei meinen Geschwistern, bei dem deutschen Volk. Und ich durfte viel lernen. Mein Charakter musste verändert werden. Ich habe keine Disziplin gehabt. Als Sinti, die wisst ja selber, als Geschäftsmann, ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann gehen, wann ich will, ich kann tun, was ich will. Aber da habe ich gelernt, wirklich Disziplin zu lernen, mein Leben aufzuräumen, mein altes Leben aufzuräumen, meine alten Schulden abzuzahlen, mein Leben wirklich aufzuräumen. Und das habe ich getan. Ja, nach 3 Jahren hat mich dann Gott ausgesendet. Dann war ich in Thüringen, circa 4 Jahre lang. Da hat mich Gott durch eine Vision nach Suhl gebracht. Und da waren viele verschiedene Pastoren, die haben gebetet für eine neue Gemeinde. Und Gott hat mich Hagner hingeführt, dass soll eine neue Gemeinde entstehen. Und ich war der Mann von Gott. Und ich war da 3,5, 4 Jahre da und habe da eine Gemeinde, zusammen mit anderen Personen noch, eine Gemeinde gegründet. Und da habe ich viel gelernt. Und vor circa ein Jahr spricht der Geist Gottes zu mir abends, dass mich Gott noch eine kleine Zeit da lasse, Apostelgeschichte 18,18, und dann werde ich mich wieder wegnehmen. Ja, und jetzt habe ich einen Ruf, zurückzukommen zu meinem Volk, da zu predigen, da Gemeinden zu bauen, wie Gottes Wege sind, ja, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Das ist der Plan Gottes, das weiß ich, das trage ich mit, ich weiß, der Plan Gottes ist von Gott, und es hat mir viel gekostet, aber die Liebe Gottes hat mich gedrängt, alles aufzugeben für Jesus. Ich will Gott mehr gehorchen wie alle Menschen. Und ich liebe mein Volk, weil ich komme von diesem Volk her.